Ja. Okay, cool. Okay, also wir sind hier soweit. Ich freue mich auf den Beitrag von Axel Heil. Axel Heil ist Künstler, Kurator am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, Professor an der Staatlichen Akademie der Künste Karlsruhe. Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen unter anderem der dänische Maler Asger Jorn sowie die vielen Gruppierungen, die Jorn mitbegründet hat, von der Künstlergruppe Cobra über die internationale Bewegung für ein imaginistisches Bauhaus bis hin zu den Situationisten. Eins seiner Schwerpunktprojekte derzeit, er ist Mitbegründer der Forschungsgruppe Abi Warburg, die derzeit an der Rekonstruktion des Atlases von Abi Warburg anhand von Originaldokumenten arbeitet. The floor is yours. Guten Tag, vielen Dank für die Einleitung, Iris und Hans. Ich habe letzten Sonntag die Ausstellung nochmal besucht. Und musste dann spätestens auf der Rückfahrt feststellen, dass ich heute doch ein paar andere Sachen sagen muss, als was ich eigentlich gedacht habe, was ich vielleicht beitragen könnte, als ich die Einladung erhalten habe. Es ist das Leben, was uns in unserem Tun unterbricht. Die Aufgabe, über eine, ich will nicht sagen marginale Episode im Leben und im Werk von Asger Jorn zu sprechen, aber es ist eine ganz, ganz spezielle Episode des Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste. Eine Episode in den 50er Jahren, die aber eine lange Vorgeschichte hat und auch einen langen Schweif hinterher. Sie ist ein Nebenspielfeld zu dem, was die Mainstream-Kunstgeschichte inzwischen als den hervorragenden Beitrag von Asger Jorn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die europäische Kunstgeschichte bereithält. Dort geht es in allererster Linie immer um ein malerisches Werk, um eigentlich ein relativ klassisches Werk, Öl auf Leinwand, vielleicht noch ein paar Papierarbeiten. Dieses greift bei Asger Jorn immer viel zu kurz und so muss ich sagen, dass ein Großteil der Faszination, die dieser Künstler auf mich seit vielen Jahren ausübt, genau daran liegt, dass er eben sich nicht als Maler und als Künstler oder als Person begriffen hat, die eine klare Vorstellung von ihrer Aufgabe in ihrem Leben motiviert. Den Gegensatz Asger Jorn, Max Bill oder so ein Versus finde ich auch schwer zu konstruieren. Und je mehr ich mich in dieser Ausstellung aufhalte, desto mehr finde ich, dass es diesen Gegensatz vielleicht auch nicht, so eben wie wir das gehört haben, so scharf geben kann und geben muss. Und sowohl Max Bill als auch Asger Jorn war das im Verlauf der 50er Jahre auch klar geworden, dass sie so weit voneinander eigentlich nicht entfernt sind. Form, Function, Beauty ist die englische Übersetzung von einer Drei-Wort-Folge, die auf Max Bill zurückgehen soll oder die er zumindest in den späten 40er Jahren beginnt zu popularisieren. Wie eigenartig dieses Spielfeld gestaltet ist, indem wir uns für dieses MIBI unterwegs einrichten müssen, möchte ich Ihnen an diesen vier Bildern zeigen. Und ganz rechts kennen Sie natürlich den Stuttgarter Hauptbahnhof. Diese Schokoladen gefallen mir natürlich als Schokolade deutlich besser als Kunstwerk. Es ist auch nicht als Kunstwerk im Stuttgarter Hauptbahnhof. Und ich weiß nicht, ob es diese Stuttgart 21-Geschichte überlebt. Max Bill beschäftigt sich seit Mitte der 40er Jahre mit der Idee dieser endlosen Treppe. Es gibt natürlich nicht nur den Akt, eine Treppe herabsteigend, sondern es gibt natürlich auch Brancusch mit seiner endlosen Säule. Und diese Schraube, die da sich in den Himmel schraubt, ist natürlich eine faszinierende Modell
Fragestellung, die viele Künstler des Modernismus und seitdem bis heute beschäftigt. Asger Jorn geht einen ganz anderen Weg. Er muss einen ganz anderen Weg gehen, weil er will spätestens ab den späten 30er Jahren behaupten, dass er aus dem Traumland Europas kommt, aus dem Norden, aus Skandinavien. Und die Tradition in Skandinavien ist natürlich nicht eine exakt berechnete, endlose Säule, sondern es ist einfach ein Stein. Und zwar ein gefundener Stein, ein Findling. Es ist ganz entscheidend, dass Jorn sagt, am Anfang war der Stein. Zuerst sucht er nämlich diesen Stein aus, bevor er in diesen Stein diese Konturen zunächst aufzeichnet und dann einritzt. Wenn man an die Idee von Vorbild und Nachbild glaubt, dann fallen einem natürlich sehr schnell diese sogenannten Runensteine ein. Und auch Runenstein ist natürlich schon eine Typenbezeichnung, die es so nicht gab. Es sind eigentlich Dokumente, die an historische Momente einer durchaus nicht linear gedachten Zeit erinnern sollen. Was Sie ganz links außen sehen, ist ein ganz berühmter Stein, nämlich deshalb, weil er Odin zeigt, und zwar auf seinem achtbeinigen Pferd Sleipnir. Er zeigt noch vieles andere mehr, unter anderem eine der frühesten Darstellungen von einem Wikingerschiff, was Sie natürlich unten unschwer erkennen können. Der Stein ist relativ groß und die Aufnahme ist eine aktuelle Aufnahme. Das heißt, auch im 21. Jahrhundert weiß man noch nicht so genau, wie man so einen Stein eigentlich aufstellen soll. Er steht natürlich nicht mehr draußen und dieses eigenartige, geschweißte und bisschen tarngrün operierte Gestell unter diesem Runenstein ist ja mehr ein Behelfsstück als jetzt ein massiv und unbedingt nachgedachtes Kunstwerk. Mir erscheint es allerdings so, und das ist für Sie alle leicht vorstellbar, wenn Sie so ein Foto an einer Kunstakademie im 21. Jahrhundert zeigen, dann sprechen wir hauptsächlich über dieses grüne Gestell. Den Typen, den Sie hier sehen, ist Asger Jorn. Und es ist natürlich nicht Asger Jorn, sondern es ist Asger Jorn in einer Vorstellung eines seiner wichtigsten Mitstreiter in den 50er und 60er Jahren, nämlich Guy Debord. Guy Debord macht gelegentlich Collagen und Sie sehen ganz unten, was mir natürlich besonders gut gefällt im Zusammenhang mit Guy Debord, Sie sehen den Stempel der Bibliothèque Nationale von Frankreich. Alle Dokumente aus dem Nachlass von Guy Debord tragen jetzt diesen roten Stempel und selbst Guy Debord wird also irgendwann eingestempelt. Von Jorn weiß man nicht, ob er ein großer Dessert-Verächter war. Was man aber auf jeden Fall weiß, ist, dass die Konstruktion von der Krone auf seinem bärtigen Haupt mit Sicherheit eine nicht absolut hundertprozentig verbürgte Annahme bedeutet. Also eine Krone hat Jorn immer abgelehnt. Er fand es viel interessanter, die Funktion des Königsmachers einzunehmen, als die des Königs. Und als Königsmacher operiert er in seinen diversen Gruppierungen. Und wenn man da sagt, seinen Gruppierungen, ist das natürlich falsch. Es sind Gruppierungen, die er anregt, anstiftet und für die er spielentscheidender Motor bleibt, solange sie existieren. Aber was mich auch ganz besonders an Jorn immer fasziniert hat, ist, dass er gerne solche Gruppierungen ins Leben ruft, sie grausam zuspitzt und wenn dann alle denken, jetzt haben wir eine super Gruppe, dann sagt er, sorry, ich mache gerade was anderes. Übrigens, ihr wisst ja, ich bin jetzt dort. In der Zwischenzeit gehe ich davon aus, dass Sie das Zitat gelesen haben. Wenn er Watch the Stucco, was er nicht gesagt hat, das ist natürlich eine Übersetzung, eine wunderbare Übersetzung von einem dänischen Originaltext. Und auch das muss man sich klar machen,
Wenn wir über Asger Jorn sprechen, dann sprechen wir immer über Übersetzungen von oft dänischen Originaltexten, die man eigentlich weder im Englischen noch im Deutschen noch im Französischen wirklich eins zu eins gut übersetzen kann. Das heißt, in unserer Asger Jorn-Begeisterung sind wir ständig am Diskutieren, wie können wir diese Texte eigentlich in eine andere Sprache hinüberretten, weil wir doch immer die Hälfte verlieren. Watch the Stucco gefällt mir natürlich aber besonders gut, weil er auf die Bordüre und das Ornament als Verbrechen natürlich hinweist. Und Jorn war natürlich der Meinung, dass das Ornament mit Sicherheit kein Verbrechen ist, weil sonst kann man Runensteine nicht toll finden. Das Spielfeld, in dem wir uns bewegen, ist von heute aus gesehen relativ überschaubar. Wir sprechen über 2 Flugstunden, rechts, links, nach Norden, nach Süden, wie immer wir wollen. Und viele von uns sind ständig in diesem Europa unterwegs und in den 2000er Jahren machen das eigentlich alle. So hat man das Gefühl. Es stimmt natürlich nicht, sondern wir privilegierte Künstler und Kunstmenschen in diesem eigenartigen Spielfeld, wir machen das. Viele andere Menschen machen das nur 1 oder 2 oder 3 Mal in ihrem ganzen Leben. Auch heute noch. Sie sehen im Norden Silkeborg und wenn Sie diese Karte anschauen und ein bisschen in Geografie bewandert sind, dann ist Ihnen schnell klar, mit Geografie hat diese Karte nicht so viel zu tun, noch nicht mal so viel mit Staatsgrenzen, sondern es ist eine ganz, ganz eigenartige Karte, die so ein bisschen pseudomäßig wie Europa aussieht und alles nur so ein bisschen andeutet. Was auch nicht unbedingt heißt, dass diese Grenzverläufe tatsächlich sind, sondern sie bestehen hauptsächlich in unseren Köpfen. Ulm liegt hier ziemlich zentral in der Mitte und man könnte sagen, es war mal der Mittelpunkt der Welt. Jorn ist natürlich auf dem Weg der nordischen Wikinger unterwegs und begreift diese Invasion nach Süden sein ganzes Leben als die ganz natürliche Fortbewegung. Als Mensch, der aus Jütland kommt, muss man irgendwann in Italien aufschlagen. Daran ist kein Zweifel. Sein Weg ist allerdings sehr kompliziert. Er führt nämlich zunächst mal von Silkeborg im Herzen von Jütland, ein kleines Städtchen, was es eigentlich nur als Mini-Touristenattraktion gibt, weil es dort ein paar wunderbare Endmoränen, Stauseen gibt, die wunderschön klares Wasser noch haben und es 15 Kilometer weg von der höchsten Erhebung von Dänemark liegt, dem Himmel Bjerget, den man im frühen 19. Jahrhundert um 14 Meter aufgemauert hat, damit man einen Berg hat, der über 200 Meter hoch ist. Also in dieser Gegend startet Asger Jorn und er fährt in den 30er Jahren mit dem Motorrad nach Paris, weil ihm natürlich klar ist, dass aus dem Herzen von Jütland keine internationale Karriere zu starten ist. Die Zeit, in der diese Fragestellungen um das Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste, auch da interessant, ein französischer Titel für eine Firma, die in Italien ihren Sitz hat, diese Firma bewegt sich in diesem Feld von 53 bis 57. Und wenn Sie heute noch in einem einschlägigen virtuellen Lexikon nachschauen bei Asger Jorn, dann finden Sie ganz schnell und immer noch als Hauptsache, als erstes Stichwort Cobra. Viele von Ihnen kennen das natürlich und Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam ist nicht nur ein Programm, sondern eine ganz spezielle internationale der Künstler am Ende der 40er Jahre, eine Idee von einer Front International des Artistes Experimentaux. So heißt nämlich das Magazin, was sie rausgeben, die Zeitschrift Cobra. Eine ihrer ersten Operationen, gemeinsamen Operationen, ist eine Zusammenkunft in Bregnerød, eine kleine Ortschaft nördlich von Kopenhagen. Und diese paar Tage, wo die Künstler dort zusammenarbeiten, die werden für Jorn so ein Kristallisationspunkt sein. Das ist etwas, was er anstrebt. Andere Leute zusammenbringen, andere Künstler zusammenbringen, gerne auch mit ihren Familien. Wie es damals noch so üblich war, war nicht so ganz klar, wer bringt was mit, wer bringt wen mit, wer kommt eigentlich, wer schafft es rechtzeitig, wer kommt zu früh, wer kommt zu spät. Also auch vor
70 Jahren sehr ähnlich, wie wir das heute auch haben. Fast zur gleichen Zeit gründet in Paris Guy Ernest Debord mit einigen anderen Freunden eine kleine Gruppierung, die heißt International Lettriste. Und es ist natürlich eine Abspaltung wieder von einem größer gedachten Spielfeld und viele andere heute interessante Figuren spielen da eine Rolle. Debord hat eine sehr klare Vorstellung von dem, mit was er sich beschäftigen will. Dazu gehört nicht nur Machiavelli, sondern dazu gehört auch Clausewitz. Es ist jemand, der durchaus Interesse hat, viel über Kriegsführung und Techniken und Taktiken des Verbergens und Täuschungsmanöver zu kennen. Jorn liegt 50/51 im Krankenhaus in diesem Silkeborg, hat viel Zeit, liest sehr viel, schreibt sehr viel und muss 1953 mit seiner Familie in die Schweiz, um dort seine stark angegriffenen Lungen etwas Linderung zu verschaffen. Es ist ein kleines Dorf, Chaisière, auch wieder kaum 15 Häuser, südlich von Lausanne gelegen. Und von dort aus bekommt er die Information, dass es einen Typen gibt, Max Bill, der hier ein New Bauhaus gründen will, respektive schon gegründet hat, respektive im Aufbau begriffen ist, eine neue Schule, einen neuen Typ Kunstakademie irgendwie zu errichten. Das findet Jorn interessant und man muss davon ausgehen, dass der Open Call, den Bill in den frühen 50er Jahren schreibt, Jorn über eine englische Übersetzung erreicht. Ein Typ, der Jorn auch kontaktiert, ist Enrico Bay. Er hat mit einigen Freunden in Italien das Arte Nucleare gegründet. Und am 1. Dezember erhält Jorn bereits die erste Antwort von Max Bill. Wunderbarerweise sehen Sie in der Ausstellung die ganzen Faksimiles dieses Briefwechsels. Das sind ungefähr 17, 18, 20 Blätter. Und wenn Sie Zeit haben, das zu lesen, es ist sehr lustig, wie sich diese beiden Herren, als diese sich irgendwie begreifen, so sich gegenseitig abtasten, Missverständnisse einbauen, ausräumen, wieder neu einbauen und sich eigentlich die ganze Zeit nur darüber unterhalten, was der eine gut findet, was der andere gut findet und sie bewegen sich eigentlich keinen Meter aufeinander zu. Tatsächlich sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt, aber das wissen wir mit der Gnade der Nachgeborenen. Jorn schlägt 54 in Albisola auf, Albisola Marina, kleines Dorf an der Küste in Oberitalien. Und dort arbeitet er relativ schnell, hauptsächlich in Keramik. In wenigen Monaten baut er da ein komplett neues Spielfeld auf und versucht, seine ganzen alten Kumpels aus der Cobra-Zeit, die sich inzwischen natürlich alle verstritten haben, auch wegen den diversen Freundinnen und Frauen natürlich und die zum Teil in dem, was man heute Patchwork-Familie nennt, in den frühen 50er Jahren dann zusammenleben. Sie kommen natürlich nicht rechtzeitig und sie kommen auch nicht gleichzeitig, weil sie mögen sich nicht mehr so richtig. Das heißt, dieser Incontro Internationale della Keramica findet eigentlich vom 1. bis 15. August statt. Tatsächlich ist in diesen 2 Wochen fast niemand dort. Die kommen also von Juni bis Ende September und jeder macht ein bisschen in der Zeit, wo er da ist. Und Jorn und seine Frau Matti haben Schwierigkeiten, die alle so ein bisschen in der Stadt, in dem kleinen Dorf zu verteilen. Für was Jorn steht, ist ein relativ einfaches Programm. Das heißt nämlich, am Anfang war das Bild. Oder in der französischen Fassung, au début il y a l'image, was Sie natürlich alle aus dem Johannesevangelium kennen, weil wir ja in Mitteleuropa hier groß geworden sind und dieses Buch doch immerhin noch zu unserem Bildungsnotstand gehört. Sie sehen Jorn hier in einem Foto ganz links vor seinem schon in den 50er Jahren gefeierten Masterpiece, Brief an meinen Sohn, Lettre à mon fils. Es ist nicht nur tatsächlich ein Bild für seinen Sohn, für den kleinen Ole, sondern es ist gleichzeitig das Bild, mit dem er auf der Weltausstellung in Brüssel seinen großen Auftritt hat und vor allem die Kollegen, wer scheitert gerne vor den Augen seiner Freunde, vor allem die Kollegen davon überzeugt, dass er jetzt endlich als Maler da angekommen ist, wo er schon seit 15 Jahren verkündet, dass er irgendwann mal sein wird. Zu Beginn der 60er Jahre fasst er sein Programm in einem ganz kleinen Bild zusammen, das heißt
La Langue et l'Imagination, die Sprache und die Vorstellung. Und Sie sehen, dass da dieser Begriff der Imagination, des Imaginären, des Imaginistischen, dieses Begriffsfeld im Titel auftaucht. Die Langue, also die Sprache, genauso wie die Zunge, genauso wie die Stimme, sehen Sie dann in einem weiteren Bild einen Ausschnitt, eine Seite aus einem Buch, was er in den späten 60er Jahren herausgibt, La Langue Verte, die grüne Zunge heißt es. Und es wird sein erfolgreichstes und populärstes Buch sein. Es zeigt auf über 250 Seiten lauter Abbildungen von herausgestreckten Zungen. Und 1968 ist das natürlich der richtige Zeitpunkt, so ein Buch rauszubringen. Als die De Chevaux in Paris auf der Seite liegen und die Grill, die Gitter, die Straßen versperren, also zwischen dem 10. und 12. Mai 68 ist Jorn in Paris, aber nicht im Zentrum der Stadt, sondern in Colombes und in Villiers-le-Bel, wo er inzwischen meistens in den Wohnungen und Häusern von Freunden arbeitet. Er muss natürlich dann doch diesen Plakaten, diesen Tausenden von Plakaten, die in den Atelier populär gedruckt werden, was beitragen. Und er macht kleine farbige Lithografien und schreibt einen so vielschichtigen Satz wie Vive la Révolution passionnée aufs Plakat. Es wird wahrscheinlich nie verklebt. Ich habe hunderte, um nicht zu sagen mehr als 1000 Fotos aus der Zeit angeguckt von geklebten Plakaten in Paris. Ich habe nie ein einziges Asger-Jorn-Plakat auf einer Mauer gefunden. Das zum Thema, wie wahnsinnig grausam wir Recherche betreiben heute. Das Programm der endlosen Treppe hat für Jorn natürlich eine andere Bedeutung als für Max Bill. Und man kann es wunderbar sehen. Jorn hat, als er 54 nach Albisola kommt, überhaupt kein Geld. Er hat 4 Kinder dabei. Ein Kind ist noch ganz klein. Und Lucio Fontana, den wir heute auch alle als Super-Avantgardisten kennen und verehren. Lucio Fontana sagt, ja, ich habe da noch so ein altes, abgerocktes Mini-Lager in der Pozzo Garita in Albisola. Und das kannst du selbstverständlich haben und du musst auch nichts bezahlen. Es ist schon in Ordnung, wenn du da hingehst. Irgendwo musst du ja deine Bilder machen. So sieht es ungefähr heute aus. Tatsächlich ist das Werbebild einer Immobilienagentur, die heute 14 Quadratmeter Wohnungen in der Pozzo Garita über Airbnb vermietet. Sie sehen das Programm von Jorn hier mit diesen beiden Treppen. Endlose Treppe bedeutet, man braucht mindestens 2. Und tatsächlich sind es sogar 3 Treppen, die alle ins gleiche Haus führen. Sie sehen die dritte Treppe kurz hinter der Mauerkante von dem vorderen Haus. Das ist tatsächlich auch die Treppe, die Jorn als Eingang benutzen wird. Bill ist natürlich um Nachwirkung bemüht. Er ist immer auf dem Weg zur Ewigkeit und er organisiert es noch zu Lebzeiten, dass die endlose Treppe in einer kleinen Variation auch in Dessau aufgestellt wird. Das Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste heißt am Anfang und in der Planung und überhaupt natürlich Contre un Bauhaus Imaginaire. Und das ist ganz wichtig und heute Nachmittag wird es dazu, glaube ich, noch einen weiteren Vortrag geben, wie dieses Wortspielfeld mit dem Bauhaus Imaginist sich bis heute bewegen lässt. Interessant ist, dass sie auf diesem Briefkopf, den Jorn sofort entwerfen lässt, Sekretär General lesen können. Das ist also die Aufgabe, die sich Jorn hier gestellt hat. Also er ist nicht Direkteur, sondern er ist Sekretär General. Und das liegt natürlich daran, dass Jorn als überzeugter Anarcho-Syndikalist, denn er ging bei Christen Christensen in die Schule in den 30er Jahren in Dänemark. Also wenn schon, dann ist man Generalsekretär. Das Programm der Schule ist ganz unterschiedlich. Sie sehen links Max Bill in seiner Funktion als Lehrender und Sie sehen rechts Asger Jorn in seiner Funktion als Lehrender. Beides findet ungefähr gleichzeitig statt. Mein Besuch am Sonntag hat dazu geführt, dass ich Ihnen jetzt was anderes erzähle, als ich eigentlich geplant hatte, weil mir klar geworden ist, dass eigentlich ein ganz entscheidendes Moment in dieser Diskussion bisher fehlt. Das ist nämlich dieses kleine Buch
Und Sie sehen hier auf der Folie den Originalumschlag von Symbole in der abstrakten Kunst. Der dänische Künstler, der dieses kleine Buch schreibt, heißt Wilhelm Bjerke Pedersen. Und das hier ist ein Nachdruck aus den 70er Jahren aus Frankreich. Und Pedersen hat am Bauhaus studiert in den späten 20er Jahren und macht was unheimlich Cleveres. Er führt nämlich das Bauhaus als System, als Modellschule in Dänemark für die jüngeren und älteren Künstler ein. Und wenn man das heute anguckt und wenn man sich ein bisschen mit dem Bauhaus beschäftigt und einmal Paul Klees pädagogisches Skizzenbuch durchgeblättert hat, dann sieht man, wie das Modell hier übertragen wird. Jorn hat dieses Buch komplett auswendig gelernt. So wie man Gedichte auswendig lernt und 40 Jahre später noch kann oder konnte. Den Aufsatz, wie viele dieser Modellbilder von Bjerke Pedersen in Bildern von Jorn auftauchen, den muss ich noch schreiben, da bin ich schon seit einigen Jahren dran. Aber auch das ist extrem komplex und wird mich noch ein bisschen fordern. Als Jorn nach Italien kommt, versucht er natürlich sofort in der Hauptstadt, das ist auch so ein System des Unterwegssein, wenn ich in der Peripherie bin, muss ich mich immer um die Hauptstadt kümmern. Das ist Karlsruhe, Stuttgart, das ist das gleiche System. Und er macht eine Ausstellung in Rom in der Galerie L'Asterisco. Und L'Asterisco ist das Sternchen, das wissen wir von Asterix. Und was Sie sehen, dass das Modell, was Jorn sich für seinen internationalen Feldzug überlegt hat, ein Auge ist in einer Spirale, die dann irgendwann dieses Auge auch verlässt und so ganz eigenartig in den Bereich vor dem ersten Großbuchstaben von seinem Namen verschwindet und fast kann man von einer Figuration widersprechen, wenn man das möchte. Es ist deswegen interessant, weil als Max Bill in den 20er Jahren die erste Idee von seinem ersten Selbstporträt entwirft als Künstler, hat er nicht nur die Zigarette im Mund, sondern auch er stellt sich mit einem Auge dar und mit so einer Linie, die aus dem Auge das Gesicht definiert, mehr oder weniger, und so einen eigenartigen U-Boot-Kragen von einem T-Shirt, was es damals noch nicht gab, definiert. Beide sind natürlich massiv angeregt von Paul Klee. Paul Klee ist der Superstar der Rezeption, wenn es um die abstrakte Kunst geht. Er ist eigentlich für die Künstler viel interessanter als Wassily Kandinsky. Und wenn Jorn in den späten 50er Jahren seine Serie der Modification beginnt, indem er nämlich alte Bilder neu aufbaut, dann greift er hier auch auf Formeln zurück, die er der Beschäftigung mit Paul Klee entlehnt hat. In Jütland, in Silkeborg, gibt es eine städtische Bibliothek. Eine kleine Stadt, 15.000 Einwohner in den 30er Jahren. Und Jorn ist seit seiner Jugend Mitglied in diesem Bibliotheksverein und alle kennen ihn dort. Und er schafft es als 17-Jähriger, den Chef von der Bibliothek zu überzeugen, dass er ein Buch kaufen muss, nämlich die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ein so dickes Buch von Karl Einstein wird auf Anregung von Jorn gekauft und es gibt nur einen Menschen, der dieses Buch ausleiht in den frühen 30er Jahren, nämlich Asger Jorn, für den das Buch gekauft wurde. Es war ein sehr, sehr teures Buch. Es gibt darin drei Farbabbildungen von Paul Klee. Eine davon ist diese Schnecke und wie oft sich diese Schnecke angeguckt hat, sehen Sie daran, dass er sie noch Jahre später in seinem eigenen Werk verfolgt. Der Hinweis auf den Surrealismus bei Herbert Bayer ist insofern wichtig, weil er auch bei Jorn immer unterschätzt wird. Und unten sehen Sie eine Abbildung von Max Ernst, ein kleines Ex Libris, auch eine Kultur, die heute verloren gegangen ist. Und die Textzeile heißt »Nach mir der Schlaf«. Als Jorn das erste Heft der Cobra-Zeitschrift in den späten 40er Jahren auf den Weg bringt, muss es eine Gruppenarbeit sein und mit zwei weiteren Mitstreitern, nämlich Egil Jakobsen und Karl-Henning Pedersen, malt er so eine Monstermannschaft und der Name der Zeitschrift Cobra steht sowohl auf dem Rücken als auch auf der Frontpage, auch um damit wieder anzudeuten, dass es, wenn oben wie unten ist, dann fangen wir hinten an. Kommen wir in die 50er Jahre, da wo eigentlich diese Fragestellung mit dem Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste contre un Bauhaus Imaginaire stattfindet.
Und wie kompliziert diese Gemengelage sich darstellt und wie weit die Mitspieler voneinander entfernt sind und gleichzeitig sich in ihren formalen Touchdowns doch sehr nahe, sehen Sie an diesem Tableau. Ganz unten, auch in der Ausstellung auf dieser Seite zu sehen, die berühmte Collage von Guy Debord, The Naked City. Guy Debord spricht kein Englisch, macht aber in Pour la Forme ein Buch, was auf Französisch erscheint, einen Plan, den er The Naked City nennt. Das muss er, weil er sich dabei auf ein Buch beruft von Vigy, das in den späten 40er Jahren rauskommt in New York. Vigy, kennen Sie, ist ein gnadenloser Fotograf, der, wie man damals so schön gesagt hat, immer schon am richtigen Platz war, an der Stelle, wo in wenigen Minuten der Mord passieren wird, den er dann fotografiert. Guy Debord zerschnarriert einen alten Stadtplan von Paris und fügt den neu zusammen. Und was so auf den ersten Blick wie eine relativ interessante Studie aussieht, von dem, wie man sich im Deriv, im Umherschweifen in einer Stadt bewegen kann, ist in Wirklichkeit ein relativ genau ausgesuchtes Modell, wie man diese Stadt zum einen zerschneidet, dekonstruiert und dann wieder neu zusammensetzt. Die Nachricht als kleines Flugblatt, als Mini-Flugblatt, als Flyer, wird in den 50er Jahren sehr, sehr gerne von den Künstlern benutzt. Warum? Weil sie ist sehr, sehr billig. Und der berühmteste Flyer, den die Lettristen im Hinblick auf die Zukunft produzieren, ist der berühmte gelbe Flyer, den Sie in der Mitte sehen. Wenn Sie also glauben, dass Sie über ein gewisses Genie verfügen und darüber hinaus über eine brillante Intelligenz, dann können Sie sich melden und dann sind Sie der richtige Kandidat, um bei den internationalen Lettristen mitzumachen. Auch davon fand sich Jorn natürlich unmittelbar angesprochen. Und ihm war vor allem klar, dass er, wenn er nicht gehen will, mit der Zeit gehen muss. Und er sucht sich dann jüngere Mitspieler. Und Guy Debord und Michel Bernstein und ihre Freunde sind die richtigen Leute, um Mitte der 50er Jahre nochmal ganz neu zu starten. Sie machen ein wahnsinniges Projekt. Sie machen nämlich eine Zeitschrift, die sehr, sehr teuer ist. Und nur Jorns gute Verkäufe von den Ölbildern, nur weil Oil & Canvas gut läuft in den Metropolen, können Sie sich diese Zeitschrift überhaupt leisten? Sie sehen sie in der Ausstellung. Ich habe hier das Cover Nummer 9 genommen. Das ist nämlich der Moment, wo eigentlich die internationale Situationist schon wieder auf dem Höhepunkt zum Zenit unterwegs ist. Wie sehr diese endlose Schleife und diese Fragestellung, dass man als Mensch immer nur einen kurzen Moment in einer endlosen Passage der Zeit überhaupt erkennen, bestimmen, vielleicht bestimmen oder überhaupt passieren kann. Das interessiert nicht nur Max Bill, sondern das interessiert die Situs natürlich genauso. Während die Cobra-Gruppe nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, mit diesem Modernismus irgendwie zurechtzukommen, sehen Sie hier ein wunderschönes Foto vom deutschen Künstler Karl Otto Goetz. Und er hat als einziger damals die Kamera dabei, als sie in der Wohnung des Architekten Aldo van Eyck einen Mondrian vermessen. Und den Typen, den Sie hier sehen, das ist Christian Dautremont, der die Surrealist Revolutionär mitgründet in Belgien in den frühen 40er Jahren und eine Zeitschrift macht, die Les Deux Sœurs heißt, die zwei Schwestern. Ein weiterer Mitspieler, der ganz wichtig ist in den 40er Jahren, der radikalste Schreiber von Ihnen allen, ist Constant, der fünfmal Documenta ausgezeichnete Holländer, der vor allem in den 60er Jahren mit seinem Projekt New Babylon Architekturgeschichte schreibt, auch wenn es nie gebaut worden ist. Und in seinem Programm in Reflex schreibt Constant: Lasst uns die jungfräuliche Leinwand Mondrians füllen und sei es auch nur mit unserem Elend. Und es ist kein Joke, sondern gelinde gesagt, die Künstler 1948, um die es hier geht, haben keine Möglichkeiten, irgendetwas zu machen, außer dem, was ihnen gerade am nächsten Tag vor der Türe liegt. Sie haben eine komplett andere Ausgangssituation als ein super arrivierter Karriere-Profi wie Max Bill. Und auch im Nachgang der Vorbereitung jetzt zu dem Vortrag muss ich mich viel mehr mit Max Bill beschäftigen, weil die Ambivalenz der Figur Max Bill ist natürlich, wenn wir an Herbert Bayer denken, auch
extrem. Also was Max Bill eigentlich für eine Figur ist, muss man, glaube ich, auch noch weiter beleuchten und in diesem Zusammenhang herausfinden. In der Frage der Selbststilisierung ist er ein Künstler des 21. Jahrhunderts, würde ich sagen. Max Bill würde heute einige Studenten bestimmte Blogs betreiben lassen für ihn. Wie groß der Unterschied war zwischen Max Bill und Asger Jorn, sehen Sie an den beiden Modellen von Gesellschaft. Sie sehen da oben diese Ulmer Hocker. Natürlich wunderbare, vielgestaltige Objekte. Und Sie sehen drunter Jorn mit der Familie. Also Sie sehen hier seine Kinder. Sie sehen Corneille, der Mann in dem schwarzen Hemd ist Corneille, ein holländischer Freund. Und Sie sehen einen weiteren italienischen Künstler, Scannavino, der da am Rand sitzt. Das Foto macht Henny Riemens, das ist damals die Freundin von Corneille. Und sie sitzen da auch auf Hockern, aber das sind ganz normale Küchenhocker ohne viel Anspruch. Die hat man da auf das Grundstück gebracht und man sitzt genauso auf einer Holzkiste wie auf so einem Hocker. Es ist übrigens das Grundstück, auf dem das Zelt steht, weil die ersten 9 Monate wohnt Jorn mit seiner Familie in Albisola in einem Zelt. Und alle Italiener im Dorf kennen ihn dort als der Däne, der im Zelt lebt. Auch das ist natürlich ein komplett anderes Programm wie das, was Max Bill fährt. Eines der ersten Propagandafotos für die Hochschule für Gestaltung in Ulm, so steht es zumindest in der Literatur, ist diese Nachtaufnahme, in der diese Hochschule leuchtet. Und Sie sehen daneben ein weiteres Propagandafoto, nämlich von der Keramice Giuseppe Mazzotti aus Albisola. Das ist das Headquarter sozusagen von Jorn in Albisola. Dort macht er ganz viele Keramiken, die einen großen Einfluss auf seine Malerei auch ausüben. Das Gebäude steht heute noch so, das können Sie anschauen. Es ist ein kleines Museum da drin. Und die Leute bewahren die Erinnerung, wie wenn sie von gestern wäre. Was ich erst seit 2 Tagen weiß, ist, dass dieses Gebäude auch von einem ehemaligen Bauhausschüler gebaut wurde. Den Namen habe ich leider noch nicht rausgefunden, weil die Literatur da von 3 verschiedenen Menschen spricht, aber auch das wird sich finden. Jorn organisiert eine Polemik und er nennt sie Counterfunctionalism. Und auch hier sehen Sie, wie diese Situation weitergeht in den 50er und 60er Jahren, ist letztlich eine Folge, die schon in den 30er Jahren gestartet ist. Jorn, als er nach Paris kommt, hat er natürlich kein Geld. Er hat genauso viel Geld, dass er sein Motorrad betanken kann und dann noch das Geld für 2 Zigaretten und 1 schwarzen Kaffee hat, als er in Paris ankommt. In einem Brief an Alechinsky schreibt er in den 50er Jahren dann, und ich lese Ihnen nur die letzte Zeile vor: "It is the question of style that is the key to our work. It is a revolution of style that we are busy provoking." Und ich bin den amerikanischen Übersetzern sehr dankbar, dass sie hier in eckige Klammern La Clé geschrieben haben, weil im französischen Original von Jorn, der im Übrigen seine Korrespondenz wahlweise auf Dänisch, Schwedisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, also er kennt da kein Pardon. Und er schreibt hier im französischen Original La Clé und er meint natürlich tatsächlich Paul Klee. Wenn es darum geht, die Revolution im Stil zu provozieren, ist es keine Frage, dass auch in den 50er Jahren Paul Klee immer noch als Modell herhalten muss. Und interessanterweise vor allem mit den Bildern der 20er Jahre, die er also während der Zeit des Bauhauses macht. Das Spätwerk von Klee aus den 30er Jahren lernt Jorn erst Ende der 60er Jahre kennen. Ich habe Ihnen unten noch ein kleines Zitat ausgesucht aus einem kleinen Buch von Ottel Eicher. Nicht nur, dass dort alles kleingeschrieben ist, das ist ja selbstverständlich, aber dass er schon während des Krieges schreibt, dass es auf eine Sublimierung der Wahrnehmung ankommt und auf die Schulung einer verlässlichen Erkenntnis. Dass am Anfang immer das Bild steht, ist mit Sicherheit keine Frage. Und das Schnellprogramm von dem, was Jorn darunter versteht, ist nicht nur Paul Klee mit einem Cover der 40er Jahre. Das ist der Klee-Katalog, den das Amsterdamer Stedelijk Museum 1948 rausgibt, als dort eine große Paul-Klee-Ausstellung stattfindet.
dieses Bild mit dieser Abbildung, was eine Vereinfachung von der Kleezeichnung ist, eine Tiefprägung in diesem Umschlag, zeigt eine Zeichnung von Klee auch wieder aus den 20er Jahren. Sie sehen einen Kopf mit zwei Augen. Sie sehen, der aber auch gelesen werden kann in Jorns Lesart als eine stehende Figur, die die Arme erhebt und zwei Köpfe hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht nur den Blick von oben, der zwei Augen und eine Nase hat, sondern es gibt auch die stehende Figur. Dafür ist er in Runenzeichen zu sehr geschult. Sie sehen diese Schlange, diese paradiesische Fragestellung mit diesem Doppel-U. Und dann sehen Sie diese Gitterstruktur, die nicht nur eine Leiter und ein Gerüst, so ein Scaffolding-Modell darstellt, sondern mit den fünf Beinen auch einen fünfbeinigen Hund darstellen soll. Das gefällt jemandem, der achtbeinige Pferde liebt, natürlich besonders. Dass er niemals die Idee des Wikingers, der nach Süden kommt, vergisst, zeigt er in der Modifikation, die Sie auch wunderbarerweise in dieser Ausstellung sehen. Eine der tollsten, glaube ich, die man heute überhaupt ausleihen kann. Sensationell, dass das in Stuttgart zu sehen ist. Und interessanterweise hat der Typ natürlich eine Kerze in der Hand. Auch das natürlich mit Absicht und ohne Gewehr. Als Ottel Eicher die Chance erhält, ein kleines Maskottchen, das ist in den 60er Jahren noch was Sensationelles, ein Maskottchen zu machen, so ein kleines Stofftier für eine Veranstaltung von einer Olympiade, ist ganz, ganz neu. Und tatsächlich weist bei diesem Stofftier nur das Original-Badge, was um diesen Hals herum ist, darauf hin, dass es eine Verbindung hat mit dieser Olympiade. Also auch so gedacht, im Kinderzimmer, wenn der Hund dann irgendwann stehen bleibt, Zettelchen auftaucht und dieses Zettelchen ist weg, dann ist die Olympiade auch vergessen, dann ist es nur noch ein kleiner Hund. Wie nah solche HFG-Farbfragestellungen von Ottel Eicher dann doch wieder mit Asger Jorn waren, sieht man an der wunderbaren Decollage, wie man das nennt, obwohl es natürlich keine Decollage ist. Es ist nichts abgerissen, sondern es ist eine Anhäufung. Ofopning heißt es im Dänischen. Und tatsächlich ist es eine gebaute Collage. Alle Elemente sind übereinander gehäuft, aber es sieht so aus, als ob sie abgerissen wären. Und 1968 muss dieses Bild natürlich den Titel haben. Equilibre Precair. Weil genau das die Situation ist, in der wir uns immer befinden. Vielen Dank.